Süchenlöchen, Leute. Ein kleines Infovideo von mir mal wieder. Es geht um den momentanen Upload-Plan, beziehungsweise wann welche Videos jetzt kommen werden. Und zwar werden über die Woche, sagen wir 5 bis 6 Videos kommen, je nachdem wie ich es zeitlich schaffe. Und zwar werde ich Montag und Donnerstag dementsprechend Pokémon Conquest bringen. Und Dienstag und Freitags wird dann Pokémon Y Wonderlock Challenge kommen. Am Wochenende, wie ihr schon gemerkt habt, kommen dann die DLCs von Fire Emblem Awakening. Und Mittwoch, einfach weil ich es Mittwoch absolut nicht schaffe, was hochzuladen. Das ist einfach mein Tag, wo ich einfach sagen muss, nope, es geht nicht. Kann ich machen, was ich will. Ich gehe morgen so früh aus dem Haus, zur Berufsschule, komm, wenn man da kurz halt bloß meine Bulli-Sachen zu packen und dann in die Liga zu fahren. Ist mein Hobby, würde ich auch gerne beibehalten, ansonsten ist halt immer Arbeit, muss ich ja schaffen, wann welches Video kommt, aber ich werde es versuchen, möglichst, dass ich es hinkriege. Ich werde vielleicht am Sonntag aufnehmen, dass ich die Woche was habe. Mal gucken, wie ich es dann mache. Wichtig ist, genau, am Wochenende kommen die DLCs. Ich weiß nicht, ob ich es eben an beiden Tagen schaffe. Wenn ich Samstag mal nicht schaffe, dann kommt da bloß sonntags ein Video. Ich reiß mir da eigentlich schon mittlerweile echt ein Bein aus, dass ich da immer wieder Videos hochbringe. Es ist also Heidenarbeit, drum brauche ich auch Mittwoch diesen Tag, wo ich einfach nicht, ich schaff's nicht. Es ist, ich habe schon vielleicht öfter mal gemerkt, mittlerweile ist Freitag ja so, dass ich Freitag schaffe. Früher war es der Freitag der Tag, wo ich es einfach ums Verrecken nicht hinbekommen habe. Dieses Mal schaffe ich es freitags. Ab sofort schaffe ich es auch da, weil da der kurze Berufsschultag wegfällt, nachdem ich in die Arbeit muss. Oder bei, nach dem Tag, nach der Beruf, wo ich dann nach der Berufsschule in die Arbeit muss, ist auch relativ egal. So, erstmal kurz, also Montag, Donnerstag Conquest, Dienstag, Freitag Y Monolog Challenge, Wochenende Fire Emblem Awakening DLCs. Wird sich dann dementsprechend ändern, wenn ein Projekt ausläuft, aber das sind erstmal bei allen drei momentan noch lange nicht in Sicht. Wenn mal irgendwie ein Sondervideo kommt, dann vielleicht quetsche das dazu, setze es ans Wochenende oder vielleicht mal am Mittwoch, je nachdem wie es da läuft, wie ich da Zeit habe. Wenn ich jetzt Urlaub habe, dann ändert sich, dann werde ich vielleicht auch am Mittwoch was bringen, werde ich euch dann dementsprechend auf dem Laufenden halten. Das war's dann derweil von mir. Denke ich mal, oder habe ich noch irgendwas anzusprechen? Ich denke nicht. Also die Projekte, die normalen Projekte abwechselnd. Beziehungsweise eigentlich kommen wir von jedem Projekt drei Videos an, in der Woche. Eigentlich, nee, zwei Videos in der Woche. Also eigentlich kein Problem, weil die laufen noch eine Weile. Auf zwei Videos werde ich nicht schaffen, dass die Arbeit nimmt Peter zu sehr in Anspruch. Vielleicht mal schaue ich, dass ich das mal mit geplanten Hochladen und ein Ding und so ein Krieg, aber das muss ich auch mal viel aufnehmen an dem Tag und das ist halt viel mehr für die Zeit. Ich muss 5 Tage die Woche arbeiten, meinen freien Tag dann nur mit Aufnehmen verbringen. Muss ich auch ein bisschen was machen, so was wie Privatleben habe ich halt leider auch, oder leider, das habe ich halt einfach auch. Dementsprechend bin ich da eigentlich immer relativ stark in Ding, wie heißt er nimmt mir das stark in Anspruch. Aber bevor ich jetzt noch ewig verlaber, würde ich mal sagen, das war's auf jeden Fall. Heute kam dann schon ein Conquest-Part, definitiv, wenn das Video kommt. Dann danke ich euch für die eure kurze Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die war nicht allzu lang. Ich habe gerade keinen Timer im Auge, weil das auch ist auch jetzt egal. Bis denn, bis zum nächsten Let's Play. Das müsste dann morgen kommen, und zwar Pokémon Y und